Martin Sonneborn hat ein neues Video rausgehauen. Von Lügnern, Betrügern und Dieben. Das klingt nach einem interessanten Titel. Ich habe es noch nicht gesehen. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Von Lügnern, Betrügern und Dieben. Wenn es Sie nicht kümmert, dass Ihre Regierung und vielleicht auch Sie da draußen an den Geräten mit illegalen Programmen vom US-amerikanischen Geheimdienst überwacht werden oder Sie das sogar ganz richtig finden, deren Was jetzt passiert? Lose Überwachung ja tatsächlich einmal angebracht, dann brauchen Sie gar nicht erst weiterzuschauen. Soeben wurde Joshua Schulte, ein ehemaliger Mitarbeiter des Center for Cyber Intelligence, einer CIA-Abteilung für offensive Cyberoperationen vom New Yorker Federal Court, zu 40 Jahren Haft verurteilt. Schulte soll 2 Milliarden Seiten streng geheimer CIA-Daten, die bezeichnenderweise mit so eindrucksvollen Codenamen wie Brutal, Kangaroo, Anger, Quake oder McNugget versehen waren, 2016 entwendet und ein Jahr später an WikiLeaks weitergegeben haben. Durch dieses von WikiLeaks als Fort-7 bezeichnete Leak wurde der Öffentlichkeit bekannt, dass die CIA auch im digitalen Zeitalter zu einer Praxis in der Lage ist, die man ihr sowieso schon zugetraut hatte. Haarsträubende Hacking-Operationen und weltweite Spionage. Bei den in Frage stehenden Programmen handelt es sich um eine Reihe maßgeschneiderter Techniken, mit denen die CIA nicht nur Wi-Fi-Netzwerke und Webbrowser kompromittieren, Skype hacken, Antivirensoftware oder Verschlüsselungen von Messenger-Diensten überwinden und digitale Endgeräte in Abhörwanzen umwandeln kann. Auch auf Fernsehgeräte, semi-intelligente Haushaltsgeräte und total dümmliche Kühl-, Heiz-, Mix-, Föhn-, Licht-, Blas- und Sauggeräte, wie den Heinzelmann, versteht sie sich, Zugriff zu verschaffen. Sogar auf die Lenksysteme, hoppla, moderner Automobile. Zum Glück ist mein Audi schon 25 Jahre alt. Überhaupt nicht besorgniserregend. Fort 7 machte die CIA nicht nur als weltweit größten Lieferanten ekelerregender Schadsoftware, Viren, sichtbar, sondern zeigte auch ihre Fähigkeiten zur Fälschung digitaler Beweise, mit denen die CIA eigene böswillige Hacking-Operationen problemlos einem ihrer Gegner in die Schuhe schieben kann, sogenannte schwarze Propaganda. Man darf getrost davon ausgehen, dass alles, was die US-Regierung anderen Staaten in Bezug auf Cyberangriffe jemals vorgeworfen hat, weit umfassender von der ihr eigenen Behörde durchgeführt worden ist. Zur Veröffentlichung von Fort 7 schrieb WikiLeaks: In einer Erklärung erläutert die Quelle politische Fragen, die ihrer Meinung nach dringend in der Öffentlichkeit diskutiert werden müssen. Darunter die Frage, ob die Hacking-Fähigkeiten der CIA über die ihr übertragenen Befugnisse hinausgehen und das Problem der öffentlichen Kontrolle dieser Behörde. Die Quelle möchte eine öffentliche Debatte über die Sicherheit, die Schaffung, den Einsatz, die Verbreitung und die demokratische Kontrolle. Die Debatte gibt es doch. Und zwar immer 30 Jahre, nachdem solche Operationen bekannt werden, weil die CIA irgendwann die Akten geöffnet hat, wenn es keinen mehr interessiert. Also dann diskutiert man darüber, ob Staatschefs damals gestürzt wurden und wieder die Rolle der CIA war. Aber halt immer erst ein paar Jahrzehnte später. Und so dachte man es bei diesem Programm wahrscheinlich auch halten zu können. Kontrolle von Cyberwaffen anstoßen. Das langwierige Verfahren gegen Joshua Schulte hat einen verschlungenen Verlauf genommen und enthält, wie andere von der CIA zur Kriminalisierung von Whistleblowern und Journalisten geführte Gerichtsvorstellungen, auch eine Reihe fragwürdiger Details und fadenscheiniger Argumentationen, die wir hier weder nachzeichnen noch jemandem zur Nachtlektüre empfehlen wollen. Es erschütterte das Vertrauen in das Rechtssystem zu sehr. Nur so viel. Während die CIA ihr peinlichstes Datenleck um keinen Preis ungesühnt lassen möchte, beteuert Schulte seine Unschuld. Die Zweifel an den ihm zugeschriebenen Straftaten waren objektiv so groß, dass die Geschworenen sich 2020 noch nicht einmal auf die vorgesehenen Anklagepunkte einigen konnten, was das erste von der CIA zusammengeschusterte Verfahren gar in seiner Gänze platzen ließ. An dieser Stelle muss man sich rasch in Erinnerung rufen, wer oder was die CIA eigentlich ist. Obwohl dieser ursprünglich nur für Informationsbeschaffung, Analyse und Prognose zuständige Dienst
der älteste von 17 US-Geheimdienstbrüdern, juristisch keineswegs über geltendem Gesetz steht, ist der... Informationsbeschaffung. Also die CIA hat schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit ehemaligen Nazis oder Nazi-Kollaborateuren zusammengearbeitet. Sie hat schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg überall auf der Welt begonnen, Regierungen zu stürzen. Zuerst in Syrien, dann beispielsweise im Iran. Also die ist schon sehr früh über ihren eigentlichen Auftrag hinausgegangen. In den Jahrzehnten seines Bestehens vor allem durch eigenmächtiges und rechtswidriges Verhalten aufgefallen. Illegale Datensammlungen, zum Beispiel Hunderttausende Privatdaten von US-Bürgern, illegale Verhörmethoden, zum Beispiel Waterboarding, illegale Operationen auf fremdem Staatsgebiet, einschließlich illegaler Umsturzversuche und illegaler Umstürze, zuletzt vermutlich Pakistan. Zeit reicht hier nicht aus, bitte googeln. Illegale Mordversuche. Ja, da wurde Imran Khan abgesägt, dessen Partei so beliebt ist, dass sie komplett verboten werden musste. Die würde in Pakistan bei jeden Wahlen sofort die Absolute holen. Und diese Partei wurde von den etablierten Parteien bzw. vom Militär natürlich argwöhnisch begutachtet und man hat dann Imran Khan letztlich abgesägt. Die Rolle der CIA ist zumindest unklar. Also darüber könnten wir auch mal ein Video machen, beziehungsweise auf was reagieren. Da gibt es auch interessante Beiträge hier auf YouTube drüber. Wollen wir gar nicht erwähnen. Und Morde, zum Beispiel 1961 an Patrice Lumumba, illegale Folter, zum Beispiel in Guantanamo und Abu Ghraib, illegale Forschungsprogramme, zum Beispiel MK-Ultra, zur Bewusstseinsmanipulation und Kontrolle, illegale Experimente, zum Beispiel mit Chemikalien, Drogen, LSD, Mescalin, Angel Dust, an ahnungslosen Krankenhauspatienten und schwarzen Gefängnisinsassen und die illegale Zusammenarbeit mit dem absolut illegalen Terrornetzwerken, zum Beispiel Al-Qaida. Falls Sie da draußen finden... Ohne Waffen und Finanzhilfe der CIA hätte es Al-Qaida vielleicht nie gegeben. Al-Qaida wurde von Osama bin Laden gegründet, als über Pakistan die Mujahideen mit Waffen versorgt haben. Da war Osama bin Laden einer der Leute, die da Kämpfer beschafft haben. Und in dieser Situation hat er dort in den 80er Jahren Al-Qaida gegründet. Dass eine derart sympathische Organisation das Recht haben sollte, sich weiterhin ungestraft über alles hinwegzusetzen, was ihr im Weg steht, dann ist ja alles gut. Und wenn Sie der Meinung sind, dass es einer ausländischen Regierungsorganisation mit überreichem Strafregister natürlich frei, offen oder zusteht, jede fiese Verbrecherregierung auf der ganzen Welt, außer ihrer eigenen, systematisch mit verbotenen Mitteln auszuspähen, dann dürfen Sie ganz unbesorgt sein. Wenn Sie schließlich auch noch denken, dass rezidivierende Rechtsbrecher ein Recht darauf haben sollten, ihre gesammelten Rechtsbrüche unter Aushebelung jeder öffentlichen Kontrolle im Geheimen ihrer vordemokratischen Dunkelkammern zu begehen, dann können wir Ihnen hier nicht helfen. WikiLeaks, Assange und wir sind nämlich im Vergleich zur CIA natürlich hoffnungslos von vorgestern. Wir hängen nämlich dieser ganz schön altmodischen Demokratievorstellung an, der zufolge Sie da draußen ein Recht darauf haben, zu erfahren, was die von Ihnen in Macht gesetzten Regierungen mitsamt ihrem unübersichtlichen Sekundärapparat aus Unterorganisationen und Diensten in Ihrem Namen den lieben langen Tag so tun. Vor allem, wenn Ihre Praxis möglicherweise rechtswidrig ist. Ja, die Herrschenden haben da wohl eher so ein Walter Lippmannsches Demokratieverständnis. Walter Lippmann hat den Begriff der Elitendemokratie geprägt. Die Elite, wo die Gesellschaft langgeführt wird, die Masse, das ist nämlich nur so eine Schafherde, die von ihren Hirten, also von der Elite, beschützt werden muss. Und die Masse, die kann gar nicht wissen, was das Beste für die Zukunft ist. Das kann, wie gesagt, nur eine höher gebildete und besser informierte Elite entscheiden. Sind hier zur Not, da muss man die Masse eben durch geheimdienstliche Methoden, durch Propaganda in die gewünschte Richtung lenken, damit sie nicht durchdreht und auf irre Ideen. Beispielsweise sich aus Kriegen in anderen Weltregionen, wo die Elite ein großes Interesse daran hat, daran beteiligt zu sein, raushalten will. Von Bürgern gegenüber in vollem Umfang rechenschaftspflichtig. Jedenfalls war das vorgestern so, als man es noch für absurd hielt, dass sie es sich herausnehmen könnten, ihre eigenen Straftaten oder die ihrer Behörden unter dem Vorwand einer behaupteten Geheimhaltungsnotwendigkeit vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Zitat Mike Pompeo: Ich war der Direktor der CIA. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir hatten dafür ganze Trainingskurse.
Fort Seven, dieses größte und wirklich auch peinlichste Datenleck in ihrer gesamten Geschichte, veranlasste die CIA und ihren damaligen Chefpimmel Mike Fatty Pompeo jedenfalls zur brutalistischen Ausrufung eines Krieges. Nicht gegen Kriminelle oder Rechtsbrecher steht sich, sondern gegen WikiLeaks und Julian Assange, die das geleakte Material ehrverletzenderweise veröffentlicht hatten. Es nimmt nicht Wunder, dass dieser von notorischen Straftätern einer kriminellen Behörde ausgeheckte totale Krieg gegen WikiLeaks eine für die Wiederherstellung des bürgerlich-demokratischen Informationsrechts und umfassende institutionelle Transparenz eintretende Plattform schnurstracks in eine weitere Straftat mündete. Die minutiöse Planung, das ist illegal, der Entführung, sowieso illegal, und der Ermordung, irgendwie auch illegal, von Julian Assange, der sich zu dieser Zeit als politischer Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London aufhielt. Anklage gegen Assange wurde von der US-Regierung übrigens erst dann erhoben, als der CIA-Plan zur außergerichtlichen Regelung dieses Problems gescheitert war. Seine 5,5-jährige Untersuchungshaft hat Joshua Schulte im Metropolitan Correctional Center der Stadt New York verbracht, unter Haftbedingungen, die für zivilisierte Gesellschaften eigentlich undenkbar sind. Sogenannte SAMs, Sonderverwaltungsmaßnahmen, die eine vollständige Isolation und sensorische Deprivation des Insassen anstreben. Durchgehende Einzelhaft in einer Betonbox von der Größe eines Pkw-Stellplatzes, nicht SUV, sondern Kleinwagen, mit absichtlich verbarrikadiertem Fenster. Aktenkundig ist die Schilderung seiner Anwälte vor Gericht. Zitat: Die Käfige sind schmutzig und mit Nagetieren, Nagetierkot, Kakerlaken und Schimmel befallen. Es gibt keine Heizung oder Klimaanlage in den Käfigen, keine funktionierenden Sanitäranlagen. Das Licht brennt 24 Stunden am Tag. Und den Insassen werden normale Besuche, der Zugang zu Büchern und juristischem Material, medizinische und zahnmedizinische Versorgung verweigert. Zweimal pro Woche darf der Gefangene duschen, warm Wasser nur auf dem Rechtsweg. Er darf nicht Fernsehen, nicht Radio hören, nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Kein Telefon, keine E-Mail, keine Rauchzeichen. Besuch ist nur von Anwälten erlaubt. Im Besprechungsraum ist er an eine Ösenschraube im Boden gekettet, was ironischerweise exakt der Praxis entspricht, die CIA bei Verhören von Al-Qaida-Gefangenen angewandt hat. Da er während der Anwaltsbesuche nicht auf die Toilette gehen darf, ist er gezwungen, etwaige Geschäfte in eine Plastiktüte zu verrichten, die ein Wärter ihm zu Beginn der Sitzungen aushändigt. Vor Gericht muss er Fesseln um die Knöchel und Ketten um die Taille tragen, an denen seine Hände, ihrerseits in einer separat verschlossenen Stahlbox eingeschlossen, in Handschellen befestigt sind. Zitat: Wie schützt es die nationale Sicherheit, wenn er jahrelang den Himmel nicht sehen darf? Schützt es die nationale Sicherheit, wenn man ihm nicht erlaubt, einen Arzt aufzusuchen? Schützt es die nationale Sicherheit, ihm das Lesen zu verbieten? Das tut es nicht. Es beweist nur, dass die Vereinigten Staaten keinen Respekt vor Menschenrechten oder der Rechtsstaatlichkeit haben, schreibt John Kiriakou, der seines Zeichens ehemaliger CIA-Analyst, leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen und Berater für Terrorismusbekämpfung ist. Nun also 40 weitere Jahre Haft. Schuldig in 13 Anklagepunkten, hauptsächlich nach dem Espionage Act von 1917, der unter historischen Ausnahmebedingungen geschaffen und seither unverändert in Kraft geblieben ist, obwohl von der US-Regierung absichtlich herbeigeführten Ausnahmebedingungen. Die USA haben sich damals in den Ersten Weltkrieg eingemischt und Walter Lippmann, den ich eben schon angesprochen hatte, der damals beteiligt an der Creel Commission, dem amerikanischen Propagandaministerium während des Ersten Weltkriegs, das viele Lügengeschichten über die angeblich brutale deutsche Kriegsführung, über ermordete Babys in der US-Regierung, in der US-Bevölkerung streute und überall lokale Entscheidungsträger dazu drängte, für den Krieg Stellung zu beziehen. Es wurden dort auch zahlreiche Oppositionelle, die entweder in Verdacht geraten waren, gegen den Krieg zu sein, oder die in Verdacht geraten waren, Kommunisten zu sein, ins Gefängnis gesteckt. Darunter auch ein US-Präsidentschaftskandidat. Obwohl der Erste Weltkrieg, wenn wir uns nicht verrechnet haben, schon seit 106 Jahren beendet ist. Ob man es tatsächlich für Spionage halten kann, wenn Material, das eine kriminelle Regierungsorganisation unter Missachtung der demokratischen Rechenschaftspflichten geheim hält, gar nicht einem fremden Staat oder Geheimdienst, sondern schlicht dem Demos, dem Volk zur Verfügung gestellt wird, jener aus mündigen Bürgern bestehenden Öffentlichkeit also, ohne die jener Geheimdienst auch nicht den Funken irgendeiner Legitimität besäße, darüber könnte man trefflich streiten. Dasselbe gilt natürlich für die ebenfalls auf den Espionage Act von 1917 gestützte US-Anklage im Fall Assange.
Auf die Frage, was der Unterschied zwischen ihm und Mark Zuckerberg sei, antwortete Assange einmal: Ich gebe private Informationen über Organisationen umsonst an Sie weiter und bin ein Schurke. Zuckerberg gibt Ihre privaten Informationen für Geld an Organisationen und ist Mann des Jahres. In Gedanken erweitern wir dieses zutreffende Bonmot um die Parameter kriminelles Regierungsverhalten und Kriegsverbrechen und überlassen es Ihnen, ob es auch nur den geringsten Anschein von Plausibilität hat, dass ein australischer Publizist durch die Weitergabe von wahrheitsgemäßer Information an Sie da draußen der Spionage schuldig geworden sein soll. Spion des Jahres 2010 bis 2019. Am 20. und 21. Februar wird eine zweitägige Anhörung zum von Assange angestrengten Rechtsmittelverfahren am Londoner High Court stattfinden. Demselben Gerichtshof, an dem derselbe Haufen gepuderter Perücken noch einmal dasselbe grenzwertige Rechtsverständnis an den Tag legen wird, wie beim letzten Mal. Vergleichen Sie unsere Assange-Broschüre auf meiner Homepage runterzuladen. Sollte sein Antrag auf Bewilligung seines eigenen Berufungsverfahrens keinen Erfolg haben, sind Assanges Möglichkeiten innerhalb des britischen Rechtssystems erschöpft. Er würde dann umgehend an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, wo ihm nach 7 Jahren Isolation in der ecuadorianischen Botschaft und 5 Jahren im Hochsicherheitsgefängnis Hellmarsh weitere 175 Jahre Haft drohen, einschließlich schwerer Menschenrechtsverletzungen, unter anderem durch Haftbedingungen, die Folter und Misshandlung gleichkommen. Zitat Amnesty International. Amnesty und einer unzähligen Reihe weiterer Organisationen zufolge dürfte die Veröffentlichung geleakter Dokumente auf WikiLeaks nicht bestraft werden, da dies, Zitat, ein übliches Vorgehen des investigativen Journalismus ist. Eine Anklage gegen Julian Assange könnte andere Journalisten und Publizisten davon abhalten, ihre Rechte. Zumal Assange ein australischer Staatsbürger ohne jedwede Loyalitätsverpflichtung gegenüber den USA ist. Er war nicht in irgendeiner Regierungsorganisation angestellt, er war nicht mal US-amerikanischer Staatsbürger. Dass die USA meinen, Staatsbürger anderer Länder, die gar nicht das Ziel hatten, amerikanischen Boden zu betreten, meinen, verfolgen zu können, sagt schon ziemlich viel über die Machtverhältnisse auf dieser Welt aus. Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Hüstel. Wenn das infolge des an Assange nun wahrlich hinreichend statuierten Exempels nicht sowieso schon geschehen sein sollte, dann möge mich doch bitte umgehend ein Pferd treten. Vorsorgliches PS. Wir halten es für völlig abwegig, dass es zu den von Pompeo erwähnten Trainingskursen für dienstliche Lügner, Betrüger und Diebe gehören könnte, neben die standardmäßig wegen Spionage erhobenen Anklagepunkte noch ein paar weitere wegen irgendeines plakativen Schweinkrams zu stellen. Die Details der Anklage zum Besitz von fotografischem Zeugs ab 18, das auf einem von Schulte bei der CIA zurückgelassenen Computer aufgetaucht sein soll, kümmert uns nicht die Bohne. Sie mögen wahr sein oder analog zu Assange über Jahre fälschlicherweise nachgesagten Vergewaltigung eben einfach auch nicht. Es hätte weder für die hier verhandelte Frage noch für unsere Bewertung des von Schulte durchgeführten CIA-Leaks auch nur die geringste Bedeutung. Ja, das ist das wird seit Ewigkeiten so gemacht, dass man sich noch irgendwelche Dinge raussucht, die nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun haben und um liebsame Journalisten oder Politiker verleumden zu können. Also mit diesen Assange angehängten Vergewaltigungen war das so, das wird jetzt auch mit dieser anderen Geschichte so sein. Es gab auch noch ganz viele andere absurde Geschichten, die über Assange in der Presse in den letzten Jahren rumgegangen sind. Die Anstalt hatte das in ihrer Assange-Folge mal aufgearbeitet. Und ja, das ist schon seit Ewigkeiten so. Also eine Geschichte, die etwas absurd wirkt, die ist 1960er Jahren in Indonesien passiert. Damals hatten die USA vor, den dortigen Präsidenten Sukarno zu stürzen. Das haben sie dann auch erfolgreich gemacht. 1965 gab dann hunderttausende tote Kommunisten, nachdem er gestürzt wurde und der Diktator Suharto dann da durchgegriffen hat. Aber bevor sie ihn gestürzt haben, da war ein Mittel, um ihn zu diskreditieren, oder ein Mittel, was man versucht hat, dass man ein Pornovideo mit ihm, also mit einem Darsteller gedreht hat, der Sukarno darstellen sollte. Das Video war dann so lächerlich und so offensichtlich gestellt, dass man es dann doch nicht veröffentlicht hat. Aber das zeigt schon, wie absurd man versucht, unliebsame Politiker zu diskreditieren. PPS.
Wenn von geheimen Diensten die Rede ist, dann geht es um eine Grundsatzfrage, die auch von den Gesellschaften Europas wird beantwortet werden müssen. Mit welchen Rechten, welchen Freiheiten und welcher Machtfülle wollen wir unsere Geheimdienste eigentlich ausgestattet wissen? Und vor allem, welcher Ziele wollen wir sie sich mit welchen Mitteln zuwenden sehen? Sicher nicht denen, die den deutschen Grünen vorschweben, die kürzlich erneut eine europäische Nachrichtendienstagentur zur Bekämpfung von Terrorismus und Desinformation gefordert haben. Dieselbe Desinformation, für die hierfür maßgeblichen DSA noch nicht einmal ansatzweise eine Definition oder Spezifizierung vorgelegt wird und die den inkriminierten Terminus daher auf jeden nur denkbaren Inhalt willkürlich anwendbar macht. Ob wir inmitten der sich EU-weit auf verschiedenen Ebenen anbahnenden Ermöglichung von Massenüberwachung tatsächlich noch eine eigene EU-Spionageagentur brauchen, die sich der regierungsseitig betriebenen Desinformationshysterie anschließt, das möchten wir doch stark bezweifeln. Staatliche Einmischung in die öffentliche Meinungsbildung oder gar der Versuch ihrer Steuerung ist kein Mittel einer wehrhaften Demokratie, sondern ein Mittel einer Elitendemokratie. Und genau das ist die Demokratievorstellung, die in der politischen Klasse unseres Landes hegemonial ist. Zutiefst antidemokratische Praxis. Wir fahren dann mal nach London zum Assange-Prozess am 20. Februar und desinformieren Sie umfassend von dort aus. Vielen Dank. Okay, das war jetzt ein ziemlich düsteres Video. Also, ich weiß nicht, wann sich mit diesen Geheimdienstthemen und allgemein mit Geopolitik hat man danach irgendwie immer schlechtere Laune als vorher, aber man kann das Thema ja nicht zu ignorieren, dafür ist es zu wichtig. Also wenn da Julian Assange über Jahre hinweg gefangen gehalten und gefoltert wird, weil er einfach nur seinen Job als Journalist gemacht hat, dann sagt es einiges über den Zustand unserer westlichen Demokratien aus. Viel mehr kann man dazu nicht mehr sagen.